Wir sind Silvio und Lea und gemeinsam mit unseren zwei Rescue-Hunden sind wir diesen Sommer auf ein Segelboot gezogen. Unser Weg führt uns von Frankreich bis nach Greifswald an die Ostsee. Denn da soll die Bojen Ra Mast und Segel bekommen. Ein langer Weg und viele Kilometer liegen bereits hinter uns. In diesem Video müssen wir den letzten Teil der Route planen und werden dabei vor unerwartete Herausforderungen gestellt. Da sind wir wieder. Dick eingepackt, angemessen zum Wetter. Wir haben gerade eben Minden verlassen und fahren heute bis nach Hannover. Und noch was Besonderes, wir sind zum ersten Mal nicht mehr alleine unterwegs, denn Moritz und Thea vom Raumschiff, die hatten wir schon mal verlinkt, weil die uns geholfen hatten, die haben wir aufgeholt und mit denen sind wir zusammen unterwegs. Und die Sammy ist auch mit bei uns hier vorne. Hallo! Dick eingepackt in eine Wolldecke. Ja, wir sind gestern Abend hier angekommen an unserem Platz, an dem wir auch wieder umsonst stehen können. Richtig cool. Hier ist zwar gerade mega viel Betrieb, aber ansonsten ist der Platz echt gar nicht schlecht. Wir waren gestern Abend dann noch kurz in der Stadt, haben uns mit einem Freund getroffen, der hier wohnt, waren was essen, hatten die Kamera nicht dabei, haben einfach mal den Abend genossen und haben uns jetzt quasi gerade spontan dazu entschieden, dass wir wahrscheinlich heute Nachmittag noch weiterfahren werden. Genau, der Herbst rückt näher und wir müssen halt mal weiter. Und das Coole ist halt einfach an den Kanälen, dass man nicht so den Stress hat mit Liegeplätzen finden. Jetzt kommt gerade wieder einer vorbei. Boah, wie das ja wackelt ist. Dann schaukelt es immer richtig. genau, sodass man halt einfach auch spontan einfach mal am Nachmittag entscheiden kann, noch weiterzufahren. Das machen wir jetzt gleich. Aber erstmal kochen wir jetzt eben noch was und essen was. Und während ich koche, ist der Silvio gerade dabei, mal unsere kommende Route ein bisschen zu planen, weil wir haben nämlich zwei Möglichkeiten. Genau, es geht jetzt von Hannover aus. Also die Frage ist, ob wir kurz vor Magdeburg links abbiegen und hochfahren Richtung Hamburg und dann Lübeck auf die Ostsee und dann sozusagen außenrum. Oder ob wir durch Berlin durchfahren und dann ein kurzes Stück durch Polen und dann das kleinere Stück über die Ostsee fahren. Hamburg wäre ein bisschen schneller. Allerdings sind wir da auf der Ostsee natürlich sehr vom Wetter abhängig. Wenn das Wetter schlecht ist, werden wir dann warten müssen. Und auf der anderen Seite, Richtung Berlin, müssen wir halt gucken, ob da... Müssen wir beim Wasser... Wie nennt sich das? Wasserschutzamt. Wasserschutzamt anrufen und fragen, ob da das Wasser tief genug ist für uns. Genau. Wir haben aber so oder so nur noch 10 oder 11 Schleusen vor uns bis zum Ziel. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal was. Ja. Also hier siehst du einfach nur die Gegenüberstellung. 573 Kilometer oder 666. Okay, guck mal, 100 Kilometer weniger. Das ist schon eine Ansage, oder? Über 10 Stunden. Ja, nee, aber das ist jetzt hier auch mit so einem kleinen Umweg, der jetzt eingerechnet ist, nur damit wir die Route so planen konnten. Okay. 82 Stunden oder 71 Stunden? Fast 10 Stunden. Aber... Wenn wir hier sind, ist schlechtes Wetter, kann sein, dass wir hier tagelang warten müssen. Das Problem haben wir auf der Route. Dann müssen wir gleich nochmal den Moritz fragen, ob das wirklich so ist, oder? Das ist so. Weil es ja schon jetzt nicht offenes Meer in dem Sinne, oder? Doch. Also, was ist offen, ist halt die Ostsee, ne? Lizzie, komm mal hin. Mit der Musik.
Wir freuen uns, euch den Sponsor des heutigen Videos vorzustellen. Das ist nämlich Shaktimat. Und die Shaktimat ist eine Akupressurmatte, die die Blutzirkulation anregt und die Körperregeneration fördert. Wir nutzen die Shaktimat schon lange vor unserer Zusammenarbeit. Beinahe jeden Abend für 20 Minuten. Wenn tagsüber viel los ist und ich Schwierigkeiten beim Einschlafen habe, hilft mir die Shaktimat dabei, zur Ruhe zu finden. Es ist wirklich unglaublich entspannt. Um die volle Wirksamkeit zu erreichen, sollte man sich oberkörperfrei auf die Matte legen. Für Anfänger kann es allerdings hilfreich sein, ein T-Shirt oder ein dünnes Tuch unterzulegen. Die Shaktimat ist aus 100% zertifizierter Biobaumwolle und recyceltem Schaumstoff als Füller. Alle Matten sind zu 100% handgefertigt von Frauen in Indien in einer Female-Only-Fertigungsstätte. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, eine Akupressurmatte von Shaktimat mal auszuprobieren, dann schaut doch einfach gerne mal in dem Link in unserer Infobox nach. Da gibt es dann auch noch den Rabattcode in-cheaplikeabird10. Da könnt ihr 10% sparen. Wir haben jetzt gerade noch was gegessen mit unserem Nachbarn und sind dann tatsächlich losgefahren. Und irgendwie ist es in der letzten Woche ganz häufig so, dass es tagsüber erst nicht so schön ist und dann abends nochmal total aufklart. Und heute, ja, scheint irgendwie richtig schön die Sonne, es ist angenehm warm und dann macht das Fahren irgendwie direkt viel mehr Spaß. Toll, es sollen 23 Grad gerade sein. Ja, jetzt fahren wir ungefähr 3 Stündchen, machen eine Schleuse. Und dann werden wir wieder anlegen und da die Nacht verbringen. Wir kamen auf unserem Weg an ziemlich genau 178 Schleusen vorbei. Zeitweise war es uns, wie euch beim Zuschauen sicher auch, langweilig. Aber diese eine Schleuse kurz nach Hannover war wie keine andere. Uns wurde vorher schon erzählt, dass es eine richtige Kackschleuse ist. Normalerweise haben wir immer wiederkehrend 3 bis 4 Sekunden lang die Strömung in solch einer Schleuse gemerkt. Diese eine war dann allerdings anders. Die Kraft des Wassers war nochmal ganz anders zu spüren. Eine kleine Erinnerung daran, dass wir immer konzentriert bei der Sache sein sollten, egal wie oft es schon gut gegangen ist. So, wir sind jetzt durchgefahren bis kurz vor Wolfsburg, ne? Ja. Hier ist sozusagen die Kreuzung, also hier trifft, ja, hier müssen wir die Entscheidung treffen irgendwie, ne? Fahren wir den einen Weg über Berlin-Stettin oder fahren wir über Hamburg und 250 Kilometer über die Ostsee? Ja, wir legen, glaube ich, jetzt erstmal für heute an. Es ist natürlich gerade passend dazu ziemlich voll am kleinen oder am Sportbootsanleger, aber wir werden da jetzt irgendwie schauen, ob es passt. Und dann müssen wir morgen eine Entscheidung treffen. Ja, und wenn da genug Platz ist, werden, ich guck gerade, Moritz und Thea dort anlegen und wir werden uns dann an die beiden anlegen. Haben wir auch noch nicht gemacht. Haben wir noch nie gemacht, genau. Ich weiß auch, drehen die beiden? Ich glaube, die drehen. Nee, oder? Alter, er ist doch voll schnell auf dem Weg rein, da bin ich dicht. Lizzie, sit!
So, das erste Mal an einem anderen Boot angelegt. Ich glaube, ehrlich gesagt, für Lea war es aufregender als für mich. Ich habe mittlerweile bei so zumindest... Also ja, ich war auf jeden Fall sehr konzentriert, dass ich kein anderes Boot kaputt mache, aber ich habe zumindest Vertrauen in die Fähigkeit, dass wenn ich merke, die Situation passt nicht, dass ich da halt einfach rückwärts rauskomme. Oder weglenke vorher, oder. Aber war gar nicht nötig, oder? Das haben wir doch echt... Hat richtig gut geklappt. Das war mal richtig vierer Teamwork. Ja, genau. Wir richtig hatten ja cool. Sehr hilfreiche Unterstützung und mussten eigentlich kaum irgendwas selber machen. Ja. Ich habe mir gar nichts gemacht, ja. Ja, du musst es lenken. Ich habe da gestanden und aufgepasst, dass unser Boot nicht Leinen übergeben. Deren Boot rammt. Ja, aber cool. Jetzt stehen wir hier, mega die schönen Farben. Ja, cool, oder? Machen jetzt einen Spaziergang. Genau, die beiden wollen nämlich auch mal unbedingt... So, obwohl wir heute schon voll die Spaziergänge hatten, plus Joggen, plus alles, ne? Naja. Die hatte heute schon Joggen und alles. Es tut unglaublich gut, mal wieder in Gesellschaft unterwegs zu sein. Ganz anders als mit dem Bus haben wir bisher eher weniger Reisende auf dem Wasser kennengelernt. Beziehungsweise weniger in unserem Alter. Mit Thea und Moritz ist es allerdings was Besonderes. Die beiden reisen eine ähnliche Route und haben uns vor einigen Wochen geschrieben, obwohl wir uns nicht kannten. Schnell stellte sich raus, dass sie deutlich mehr von Booten verstehen als wir. Wie auch nicht. Wenn ihr euch zurückerinnert, als wir Probleme mit dem Rückwärtsgang hatten, waren es die beiden, die den Fehler gefunden und uns beim Beheben geholfen haben. Und da sie dieselbe Route reisen, konnten wir von all ihren Erfahrungen profitieren. Jetzt sind wir endlich zusammen unterwegs. Ich habe oft das Thema mit Freunden, dass wir ja immer so viel Glück hätten, die passenden Menschen zur richtigen Zeit kennenzulernen. Ich weiß nicht, ob es Glück, Schicksal oder was auch immer ist. Wichtig ist für uns nur, dass es sich gerade gut anfühlt und wir den beiden für all ihre Hilfe einfach super dankbar sind. Sammy, Lizzy! Wir haben mittlerweile den größten Teil dieser Reise geschafft. Seitdem wir losgefahren sind, haben wir immer wieder gesagt bekommen, dass wir das alles sein lassen sollen, nicht das richtige Boot haben und sowieso viel zu unerfahren sind. Zum Glück ist das nicht das erste Mal, denn schon vor unseren vergangenen Reisen mit dem Van haben wir immer mal wieder solche Nachrichten bekommen. Und auch da haben wir nicht darauf gehört, sondern auf unser Bauchgefühl vertraut. Und nur deshalb haben wir schon so wahnsinnig tolle Orte gesehen und konnten Erinnerungen schaffen, die wir nie wieder vergessen werden. Wir freuen uns über Ratschläge, aber unsere Ideen und Träume lassen wir uns nicht ausreden. Es ist auch richtig, groß zu träumen und Großes von seinem Leben zu erwarten. Und auch wenn man dann mal Niederlagen erlebt oder etwas nicht so klappt wie geplant, hat man es wenigstens versucht. Wir hoffen, dass ihr euch eure Träume auch nicht ausreden lasst und genau wie wir daran festhaltet, egal wie verrückt sie auch sind. Jetzt sind wir einfach weitergefahren und haben euch gar nicht erzählt, bevor wir uns entschieden haben. Hä? Ich glaube, es erklärt sich selbst, wenn wir sagen, wo wir sind. Okay, wir sind auf jeden Fall, wo sind wir? Fast in Brandenburg. Fast in Brandenburg. Das heißt, wir haben uns für die Berlin und kurze Polen-Ostsee-Route entschieden. Es hat sich da allerdings noch eine Sache geändert und zwar ist aufgrund von den Hochwassern, wie ihr alle mitbekommen habt, die Oder aktuell noch gesperrt bis Ende des Monats und wir sind jetzt einfach auf volles Risiko hierher gefahren und hoffen, dass es bis dahin alles wieder passt. Ja. Drückt uns die Daumen und sowieso schon mal jedem, der von dem Hochwasser betroffen ist
Und ja, es fühlt sich aber auf jeden Fall so richtig an. Das ist auch die Strecke, die wir eigentlich ursprünglich vorhatten. Soll auch die schönere Strecke sein. Soll die schönere Strecke sein. Auch wenn das Wetter jetzt nicht mehr ganz so gut ist, kann sich ja noch ändern, wer weiß. Jetzt kommt nochmal der späte Sommer, genau. Nee. Ja, genau. Das ist jetzt die Route, die wir nehmen. Wir hoffen, wir haben da aufs richtige... Aufs richtige Blatt gesetzt? Nee, das hört sich falsch an. Pferd, sagt man. Aufs richtige Pferd gesetzt. Wie komme ich auf Blatt? Naja. Aufs richtige Pferd. Auf die richtige Route gesetzt. Okay, genau. Ja. Ja. An der Stelle beenden wir aber das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mal schauen, wo wir nächste Woche sind. Und wir wünschen euch einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.